Jure. Willst du Vesna zu deiner Frau nehmen? Wenn ihr mal wieder so richtig lachen wollt, dann müsst ihr mit Linda ins Kino gehen. Nur nicht in Gott verhüte. An einem schönen sonnigen Tag kam ich auf der Insel an. Die Bevölkerung der Insel starb langsam aus. Mein Onkel ist gestorben. Ich weiß, aber seine Beerdigung ist erst morgen. Ja, aber er fängt an zu stinken. Ich kann ihn nicht mehr länger im Haus behalten. Seit meiner Ankunft hatte ich 22 Sterbeurkunden ausgestellt und keine Geburtsurkunde. Und ich konnte nichts dagegen tun. Bis zu dieser denkwürdigen Beichte. Meine Frau Martha sagt, dass ich Menschen umbringe. Mit diesem Gummi. Ich arbeite im Kiosk und muss die Dinger verkaufen. Ich glaube, hier schläft schon keiner mehr mit seiner Frau ohne so ein Ding. Die riechen nach Erdbeeren. Sind gut zum Blasen. Die sind für einen Riesenpin... Penis. Man braucht nur mit einer dünnen Nadel ein kleines Loch einzustechen und dann, so Gott will, wird ein Kind gezeugt. Es ist kaum zu glauben, wie schnell du sie verkaufst. An Feiertagen, entschuldigen Sie, den Ausdruck wird eben mehr gefickt. Und das auch noch vor der Ehe. Was für ein heißes Gerät. Entweder gehört das einem Oligarchen oder der Mafia. Dem Bischof. Diese Idee mit der Durchlöcherung. Vielleicht sollte man das im ganzen Land anwenden. Die Nachricht über diesen Babyboom hat sich weit über unsere Grenzen hinaus verbreitet. Viele Paare reisen jetzt zu dieser wunderschönen Insel. Es heißt, dass die Fruchtbarkeit durch die Meeresströmungen erhöht wird. Herzlichen Glückwunsch, Jure. Hau bloß ab, du, mit deinen taiwanesischen Produkten. Es ist zu Nebenwirkungen gekommen. Lasset uns beten. Man muss noch heftiger zuschlagen. Nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Anstatt der Pillen verkaufe ich ihnen Vitamine. Einen Schwangerschaftstest, bitte. Kauft keine Kondome bei Peter, denn die sind für den Arsch. Oder nicht mal dafür. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Filmtalk. Schön, dass du mit dabei bist. Linda, hallo. Hi. Gott verhüte, der Trailer war doch richtig witzig, war doch richtig spitzig. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass dir der Film nicht so gefallen hat. Warum denn? Also was hat dich denn inhaltlich so gestört, dass du sagst, nee, musste ich nicht lachen? Erstmal möchte ich sagen, dem Klaus hat der Film auch nicht gefallen. Ja, nicht, ich gib's dass zu. Ich hier alleine wieder diejenige bin, die den Film nicht mag. Der Film war einfach zu viel. Zu viel von allem. Zu viele Charaktere, zu viele total abstruse Geschichten. Und im Trailer sind eigentlich alle guten Szenen verschnitten. Also der Schnitt ist wirklich gut von dem Trailer, aber der Film geht gar nicht. Es ist too much. Ja, das ging mir auch so. Man sieht ja im Trailer, wie dieser junge Priester auf die Insel kommt. Sterben ihm zu viele Leute. Er will einfach was für Neugeburten tun und tut sich deshalb mit dem Apotheker und dem Kioskbesitzer zusammen. Und die drei durchlöchern dann Kondome, damit mehr Kinder auf der Insel geboren werden. Kannst du noch so ein Beispiel nennen von der inhaltlichen Entwicklung, dass wir den Zuschauern ein bisschen was vorausschicken können, was dir überhaupt nicht gefallen hat? Also die Insel wird, wie ja auch im Trailer dann schon gezeigt wird, so als Ort des Kinderwunders im Fernsehen verkauft. Und deswegen kommen ja auch Touristen auf die Insel, die sagen, sie baden jetzt in diesen Meeresströmungen, kriegen dann endlich ihr Kind und da ist so ein englisches Ehepärchen, wo wir sagen müssen, er spricht ganz furchtbares Englisch. Ja, das ist ganz komisch. Er ist in der deutschen Fassung, ist er als Engländer zu hören, aber von einem Deutschen auf Englisch synchronisiert. Also es ist super. Ganz schräg und hört sich einfach nicht Englisch an, sondern Deutsch-Englisch. As soon as we heard this, we arrived immediately. We've been swimming every day and also have been to Medjugorje, so we finally hope we have a child. Ja, aber es ist leider nicht sein größtes Problem. Er stirbt nämlich dann, was total abstrus ist, beim Baden, beim Versuch, ein Kind zu bekommen. Und man bekommt es aber gar nicht mit, dass er ertrinkt, sondern man sieht dann irgendwann so einen Blechsarg weggetragen und da sagt der eine dann, ja, das ist übrigens der Engländer, der ist ertrunken. Und man denkt so, warum? Also ja, man könnte ja denken, es ist einfach skurril, schwarzer Humor. Das zieht sich durch den ganzen Film, dass einfach ganz viele wichtige Sachen
außerhalb der eigentlichen Handlung passieren. Also man erfährt dann wie so bei so einem, im Theater, bei so einem Botenbericht, ah, jetzt ist der und der gestorben, der wurde vom Bären angefallen, ja. Kein Witz, das passiert auch so. Das ist auch so ein bisschen dieses Gefühl, das sich dann bei mir festgesetzt hat. Das fühlt sich an wie so eine Dorfkomödie, wie so ein Komödiantenstadel. Alles spielt an einem Ort, immer an dieser Anlegestelle von dieser Insel. Und im Abspann kam dann tatsächlich auch, dass das Ganze auf einem Theaterstück basiert. Und das kann dieser Film irgendwie die ganze Zeit nicht ablegen, beziehungsweise auch nicht gut umsetzen. Vor allem haben mich auch gestört die Personen. Wie ging es dir da? Hast du jemanden gefunden, wo du sagst, okay, der zieht mich in die Handlung rein, das ist ein Sympathieträger? Nee, das sind alles irgendwie so Typen, aber irgendwie alle unsympathisch. Also auch die Hauptfigur, das ist dieser junge Priester, der einfach nichts kann, wie am Anfang rauskommt, der kann nicht singen, kann nicht Boccia spielen, er kann einfach gar nichts und auch keiner möchte bei ihm beichten, also das ist echt so der Loser, aber man hat auch kein Mitleid mit ihm. Nee, es ist kein sympathischer Verlierer, sondern er ist so ein bisschen unbedarft. Man weiß auch nicht, wo kommt er her, was will er, was treibt ihn an. Das bleibt alles im Unklaren und ja, da kommt man einfach nicht, also er zieht einen nicht in den Film rein, finde ich. Man denkt immer selber schuld irgendwie. Und auch der Apotheker, der so ein bisschen ausländerfeindlich ist und auch dieser Kioskbesitzer, also alle sind so Typen, aber es ist keiner dabei, wo ich sage, dem folge ich jetzt, mit dem habe ich Sympathie, sondern die sind alle irgendwie zu oberflächlich. Also man erfährt nicht viel, was du schon gesagt hast. Man kriegt immer so nebenbei noch so wichtige Infos mitgeschickt, aber das funktioniert für mich nicht. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, die haben so gebrainstormt, großer Tisch, alle packen mal die guten Ideen aus oder auch die weniger guten. Und am Schluss war so die Entscheidung, wir machen alles. Also wir machen jede dumme Geschichte, oh ja, lustig, der wird vom Bären angefallen, oh ja, der Generalvikar schwängert noch ein Mädchen, wie witzig. Und man macht einfach alles. Was jetzt aber komisch ist, Linda, dass anscheinend wir beide da ziemlich alleine dastehen mit unserer Meinung, denn in den Medien, wenn man so liest, wird der Film durchaus gelobt. Also er bekommt nicht immer die Höchstwertung, aber viel positives Feedback und wurde auch nominiert 2013 für den Europäischen Filmpreis als beste Komödie. Ich habe mir hier ein Zitat rausgesucht von der Stuttgarter Zeitung. Da heißt es, dass der Film eben die Doppelmoral, die religiöse und den Nationalismus gut aufs Korn nimmt, sinngemäß. Wie war das für dich so, die Kritik an der katholischen Kirche, am Nationalismus der Kroaten? Hat es dich nicht überzeugt? Also ich fand es zu sehr mit der Keule. Also es war für mich nicht lustig. Ich finde gut gemachte Kritik immer witzig. Ich bin da auch niemand, der sagt, über die Kirche darf man nicht lachen, wenn es gut gemacht ist. Aber es kommt der Generalvikar natürlich mit der Riesenjacht, nicht der Generalvikar, Bischof, sondern der Bischof kommt mit der Riesenjacht. Dann kommt er auf die Insel, denkt, der Pfarrer hätte Verkehr mit irgendwem. Ist ihm auch vollkommen egal, solange es keine Kinder sind. Ich meine, natürlich kann man sowas kritisieren, aber ich finde, Kritik muss gut gemacht sein, damit sie mich auch anrührt. Vor allem in der Komödie. In der Komödie, ja. Und es war einfach immer drüber, so bäm, also too much. Ja, das ist auch dann, also gegen Ende wandelt sich der Film dann eigentlich von einer Komödie zu einer Tragödie. Also es gibt immer mehr dramatische Elemente, was dann daran gipfelt, dass man diesen jungen Priester Fabian dann am Ende mit einem Tumor, mit einer Tumorerkrankung im Krankenhaus sieht, auch wenn zwischendurch gar nicht erklärt wird, wann er erkrankt ist und wie er da jetzt ins Krankenhaus kommt. Wie hat das für dich funktioniert, diese Wandlung von der Komödie dann auch zu immer mehr tragischen Elementen? Ja, ich fand das genauso unglaubwürdig, weil es passieren dann wirklich Sachen, dann stirbt ein junges Mädchen, weil es ertrinkt, dann hat eine Fehlgeburt und stirbt und das häuft sich dann so und dieser junge Priester sieht dann wirklich im Krankenhaus total irre aus, so ein bisschen wie ich mich nach diesem Film gefühlt habe, so total zerzauste Haare und er ist total K.O. und am Ende. Und man sieht dann auch immer in seinen Kopf, das fand ich am störendsten, da ist so weißer Raum überall und man sieht dann, was er so für Gedanken hat. Und das sieht man am Schluss dann auch, wie er dann scheinbar stirbt und dann mit einem von diesen jungen Mädchen, das übrigens vom Generalvikar geschwängert wurde, weggeht. Das ist so die letzte Szene und das hat mich irgendwie total allein gelassen. Also ich fand, man hat dem Film weder die Komödie noch die Tragödie abgenommen, was irgendwie auch nicht zusammengepasst hat.
Linda, jetzt bin ich aber gespannt auf dein Fazit. Wie fällt es aus? Ich fand den Film natürlich unglaublich schlecht, wie, glaube ich, schon rausgekommen ist. Ungefähr so schlecht wie die Musik, wo man sagen muss, es ist immer gleich das gleiche Element, das sich immer wiederholt. Einmal angehört ist es gut und dann 50 Mal, wie es im Film vorkommt, nicht mehr ganz so. Und ich würde ihm glatte 0 von 5 Sternen geben, einfach weil ich ihn wirklich schlecht fand und das war irgendwie für mich eine Zeitverschwendung, auch wenn es sicher Leute gibt, die so einen Typ von Film total gut finden und jetzt denken, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber mir persönlich hat er überhaupt nicht gefallen. Ja, also ich würde ihm 1 von 5 Sternen geben, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, es geht immer noch schlechter in gewisser Hinsicht. Die positive Intention ist so ein bisschen zu erkennen, auch wenn es halt leider gar nicht funktioniert. Auch wegen Kroatien und so weiter, wunderschön, gibt es von mir einen Bonusstern. Aber wir können den Film leider nicht empfehlen. Nein, leider nicht. Wenn ihr euch den Film angeschaut habt oder anschauen wollt, dann schreibt uns das in die Kommentare. Und wenn ihr der Meinung seid, wir liegen da völlig daneben, dann interessiert uns natürlich auch, warum. Ansonsten könnt ihr euch hier noch unsere Kritik zu Planet der Affen Revolution anschauen oder einen richtig guten Film hier, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Vielen Dank, Linda. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.